Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wer sich zur Bundeswehr und ihren Auslandseinsätzen bekennt, der muss auch bereit sein, für die Zeit danach Verantwortung zu übernehmen, und zwar Verantwortung für unsere Soldatinnen und Soldaten, die tagtäglich für die internationale Sicherheit und Stabilität einstehen. Dieser Verantwortung stellen wir uns. Mit unserem Antrag machen wir deutlich, dass uns das persönliche Schicksal unserer Soldatinnen und Soldaten nicht gleichgültig ist. Mehr noch, wir wissen, dass der Einsatz in Krisen- und Konfliktgebieten mit einem hohen Risiko für das eigene Leben und die eigene Gesundheit verbunden ist. Verletzungen im Einsatz, die einen Menschen nach dem Dienst ein Leben lang begleiten, dürfen nicht einfach aus dem öffentlichen Bewusstsein ausgeschlossen werden. Denn die Betroffenen müssen nicht nur mit erheblichen körperlichen Einschränkungen klarkommen, sondern oftmals schwindet auch ihr Lebensmut. Sie ziehen sich zurück aus Familie und Gesellschaft. Das öffentliche Interesse an ihnen verstummt. Dem stellen wir uns entgegen. Unsere heutige Botschaft lautet: Nach dem Einsatz kommt nicht das Vergessen, sondern die Wiedereinbindung in die Gemeinschaft. Dazu gehören meiner Meinung nach drei Dinge. Erstens die öffentliche Anerkennung der persönlichen Leistung, zweitens die Unterstützung bei der Bewältigung der neuen Lebenssituation und drittens eine lebenswerte Zukunftsperspektive. Und mit der Ausrichtung von Invictus Games in Deutschland können wir diesen Ansprüchen noch besser gerecht werden, können einen Beitrag für Anerkennung, für Unterstützung und für Zukunftsperspektive leisten. Und wie erfolgreich das funktioniert, das sehen wir am Beispiel anderer Länder, Metropolen wie London, Orlando, Toronto, Sydney waren die Austragungsorte einer solchen Veranstaltung seit dem Jahre 2014. Den Haag wird folgen, und unser Ziel ist die Ausrichtung der Veranstaltung 2022 in unserem Land. Warum diese Spiele? Meine Damen und Herren, die Invictus Games sind eben nicht nur einfach eine weitere paralympische Sportveranstaltung. Nein, sie haben ein zentrales Anliegen. Sie helfen, dass Soldatinnen und Soldaten mit Handicap besser zurück ins Leben finden. Sie sind ein Beitrag, das eigene Leben, das neue Leben mit Behinderung wieder lebenswert anzunehmen. Die Etappen, die bis zur Teilnahme zurückzulegen sind, bilden jeweils einen wichtigen Baustein auch in der Rehabilitation, und das ist ein langer, ein sehr fordernder Weg. Ein weiterer Aspekt, welcher auch für diese Spiele spricht, ist, dass wieder wahrgenommen werden. Menschen, die einsatzbedingt körperliche und seelische Schädigungen erlitten haben, werden mit der Tatsache konfrontiert, aus ihrem gesamten bisherigen Leben gerissen worden zu sein. Und folglich ist es wichtig, wieder Akzeptanz in der neuen Rolle zu finden und ein Leben jenseits der Behinderung führen zu können. Und das unterstützen wir. Und nicht nur die Koalitionsfraktionen, der Verteidigungs- und der Sportausschuss, auch Ministerin von der Leyen war initiativ mit der Bundesregierung. Meine Damen und Herren, wir wollen diese Spiele in Deutschland. Und ich kann mir zum Beispiel die deutsche Hauptstadt hier in Berlin sehr gut auch als einen möglichen Austragungsort vorstellen. Die Spiele bieten die Chance, Einsatzgeschädigten zu Anerkennung zu verhelfen, ein breites Publikum mit ihren sportlichen Leistungen, mit ihrem wiedergewonnenen Lebensmut bekannt zu machen und andere zu motivieren. Und lassen Sie mich abschließend noch auf etwas hinweisen. Ich kenne, und wir haben es auch heute wieder gehört, die bitteren Argumente der Kritiker. Die Gegner der Spiele sagen, wer in den Auslandseinsatz geht, verletzt zurückkommt, ist selber schuld. Kriegshelden wollen wir nicht. Meine Damen und Herren, solchen Leuten sage ich, Verachtung ist nicht unser Ansatz. Bosheit ist die falsche Attitüde. Und Ignoranz ist nicht unser Weg. Wer auf persönliche Schicksale nur mit Häme und Spott reagiert, der hat kein Recht, sich in jeder Debatte ständig auf humane Prinzipien zu berufen. Das untergräbt nach meiner Meinung jede Glaubwürdigkeit. Unser Bemühen mit Bedacht, das ist ausgewogener. Wir setzen auf Achtung, auf Wertschätzung, nicht auf Diskriminierung. Und daher ist es uns wichtig, diese Veranstaltung hier in unser Land zu holen. Meine Damen und Herren, ich habe die herzliche Bitte
unterstützen Sie unseren Antrag. Er ist ein großer Schritt auch zu mehr Akzeptanz. Und wenn wir in den weiteren Beratungen Stier, dort auch die FDP auf noch Kosten mit einbinden, Ihres Kollegen finde ich das sehr gut. Ich bin am Ende, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Josip Juratović für die SPD-Fraktion.